So, ihr seht, das Ding hat sich ein bisschen verändert. Und zwar habe ich hinter der Kamera das hier erstmal ausprobiert. Ihr seht, wir haben jetzt hier einen schönen Klapptisch. Und hier unten, das kann man vielleicht noch nicht so erkennen, haben wir eine French-Gliedwand. Ich werde euch gleich noch zeigen, wie man das Ganze festmacht oder wie das Ganze funktioniert. Denn ich habe hinter der Kamera erstmal ausprobiert, ob es funktioniert. Ich wollte am Anfang so einen Schwenkarm machen, dass man den so aufklappen kann. Aber das funktioniert gar nicht wegen oben den Leisten und der Distanzierung. Jetzt habe ich es noch einfacher gemacht. Ich habe jetzt hier eine Leiste. Wenn man die nicht braucht, kann man die an die French-Gliedwand hängen. Dann stört sie nicht. Wenn man das Teil hochklappen will, macht man das einfach hinten in die Leiste. Und jetzt habt ihr einen ganz stabilen Tisch, auf dem ihr was auch immer machen könnt. Hier seht ihr, wie gesagt, die French-Gliedwand. Dort will ich kleine Kisten eventuell auch befestigen können. Ich will auf jeden Fall mal die Möglichkeit dazu haben. Und ich finde, das macht die Optik sogar ein bisschen schöner. Hier seht ihr das Befestigungssystem. Es ist sehr, sehr simpel. Das war mir hier wichtig, damit man es auch gut nachbauen kann. Eine grundsätzliche Sache, das ist sowas, das will ich zum Beispiel nicht vom Plan rein aus abmessen. Denn man will ja, dass dieser Tisch wirklich schön straff obenbündig anliegt. Und dann muss man oft ein bisschen gegen die Dehnung noch dagegen drücken, damit man das dann passend dann festschrauben kann. Deswegen, das ist so ein Maß, das würde ich euch empfehlen, nicht rein aus dem Plan abzubauen, sondern auch ein bisschen nachzuschauen, okay, soll ich es noch ein bisschen hochdrücken, damit ich ein bisschen Spannung habe, damit es auch souverän dann hält. Bei den French-Gliedleisten mache ich es mir relativ einfach, habe ich mir ein 50 mm Distanzstück geschnitten, klicke das hier einfach auf und kann dann die restlichen Streifen hier einfach festschrauben. Festschnudele! Ich benutze hier oben solche Scharniere. In dem Fall benutze ich Hattie-Scharniere, die sind einfach mega edel. Die sind übrigens auch gedämpft. Ich wusste gar nicht, dass es in solchen Scharnieren auch Dämpfung gibt. Dafür benutze ich sie. Und ihr seht auch, dass ich hier solche kleinen Leisten habe. Da habe ich mir gerade noch zwei zugeschnitten. Und früher habe ich mich immer ein bisschen schwer getan, solche Leisten oder Scharniere grundsätzlich anzubringen. Denn ihr seht ja, dass, wenn es Platz hat, das geht hier genau auf. Und wie gesagt, früher habe ich mich da immer ein bisschen schwer getan. Hier diese zwei Hölzer müssen wir ja unterschrauben, damit das Scharnier, dieses Rundteil, damit das genügend Platz hat. Und wie finden wir hier den richtigen Abstand raus? Spin it around, spin it around, round. Und hier wie immer relativ praxisorientiert. Baut euch einfach was zusammen, was quasi den Abstand physisch darstellt. Das hört sich viel komplizierter an, als es eigentlich ist. Schraubt euch einfach das drunter, was später als fertige Platte oben sein wird. Wir haben ja hier diese 12er Platte, die später oben die Platte sein wird, auf der wir arbeiten können. Und dann haben wir noch hier dieses Stück Holz, was untergeschraubt werden soll. Und das soll bündig mit der Platte oben sein. Und das habe ich einfach hier drunter geschraubt. Dann können wir jetzt hier unser Scharnier holen. Da müsst ihr halt schauen, dass das richtig ausgerichtet ist. Und spannt das uns erstmal hier drunter. Wir haben jetzt hier unser Scharnier untergespannt. Und das hier ist der Abstand, der später zu der Deckplatte sein wird. Da holen wir jetzt am besten Fall jetzt einfach hier so ein Gewicht. Die findet ihr auch im Flohmarkt. Und jetzt können wir das hier mal zurecht drücken. Wir können uns das zweite Brett holen. Und dieses Brett soll ja so hier dran kommen. Dann können wir das jetzt quasi schon so dran schieben, wie das später alles verbaut sein wird. Und jetzt könnt ihr euch zum Beispiel die Höhe hier oben abmessen. Wenn ihr dieses Brett hier, könnt ihr meine Hand überhaupt sehen, wenn ihr dieses Brett als erstes festschrauben möchtet, jetzt habt ihr hier den Abstand und könnt den abmessen. Und genauso ist es auch mit diesem Abstand. Das ist einfach für die Leute gedacht, die das Ding ohne Plan bauen wollen. Im Plan wird es drinstehen. Aber so könnt ihr es grundsätzlich selbst auch zu Hause rausfinden. Also nur mal so ein grundsätzlicher Tipp für weitere folgende Projekte. Make woodworking round again. Jetzt können wir hier unsere Klappplatte verbinden und dann machen wir uns relativ einfach das Leben. Das spannen wir einfach schnell fest. Und dann hole ich wieder hier meine. Ach, fuck it. Und dann hole ich wieder hier meine Gewichte. Schieb das hier einfach bei und stelle die Gewichte hier drauf. Dann habe ich die Hände schon mal frei. Ihr seht, das ist jetzt schön bündig. Hier ist eine
gleichmäßige Fuge und hier machen wir das Scharnier jetzt fest. Ich halte jetzt einfach an beide Platten bündig an. Die Schraube muss hier echt schön mittig dann in das Loch. So. So einfach geht's dann. Wenn wir das getan haben, haben wir hier schon mal einen schönen Klapptisch. Und hier seht ihr, was ich mit gedämpft meine. Normalerweise, wenn das keine gedämpften sind, wird das einfach komplett runterschlagen. Und hier habt ihr unten einfach so ein bisschen Widerstand, was das Ganze dann beim Benutzen dämpft. Wenn ihr Besuch habt, der nicht artig ist, könnt ihr hier schon mal die Finger reinmachen und könnt einmal voll hier hochziehen. Dann hören sie auf euch. Natürlich Spaß. Das hier ist das Teil, was später so als Anschlag dienen wird. Das wird dann so da gleich runtergeschraubt werden. Ich spanne mir auch jetzt wieder den Tisch hoch, damit ich hier die Hände frei habe. Ich richte das jetzt einfach mittig hier zwischen den Schrauben aus. Leg hier mein Teil unter und spanne das dann noch so ein bisschen. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, meine Werkstatt ist gar nicht so groß, denn jetzt ist der Platz hinten schon aufgebraucht und hinten dran steht eine Hobelbank und eine Hobelbank ist selten länger als 2,5 Meter. Weil so groß ist meine Werkstatt auch nicht. Aber das Schöne an dem System ist, dass man das jetzt ganz easy und fix zusammenklappen kann. Hängt und schon ist das ein gutes Stück kleiner. Könnte man, denke ich, auch als Kappsägenstation benutzen. Kappsäge draufstellen, links und rechts so ein paar Distanzstücke drauf und dann hat man eine krasse Kappsägenstation. Und ich bin fertig. Ich habe gerade hinter der Kamera noch hier dieses Teil festgeschraubt. Das ist einfach eine Wand, die quasi mit dem Karren mitrollt. Und hier werden später noch Zubehörteile hergestellt, die kann man dann hier dranhängen. Zum Beispiel so eine Folienrolle oder die Sticker, da ist hier dann so ein kleines Regal. Oder auch Rechnungen können hier dran angepinnt werden. Das ist ein eigenes Video, sehr wahrscheinlich. Dann zeige ich dieses Teil auch mal in seinem End. Bestimmungsort, wo ich das ganze Teil benutze. Ich bin so unfassbar happy hier mit diesem ganzen Teil und es ist richtig, richtig gut geworden. Alles funktioniert richtig gut und ich freue mich so sehr, diese ganzen kleinen Teile dort einräumen zu können und ich freue mich auch schon drauf, hier diese Zusatzteile zu bauen, damit ich einfach alles schön geordnet immer an einem Platz habe und. Was auch richtig gut funktioniert, sind hier diese Klapptische. Die machen einfach so einen riesigen Arbeitsplatz. Wenn ihr zum Beispiel in eurer Garage eine Motorsäge auseinanderschraubt, nehmen wir einfach mal an, da habt ihr in der Mitte eine stabile Platte und wenn ihr dann auch drauf rumhämmern müsstet, könntet ihr oben diese Platte einfach mal drei nehmen, dann wäre sie massiv stabil. Und links könnt ihr dann einfach, wenn ihr die ausgebauten Teile sauber macht und Platz braucht, könnt ihr die einfach einen Tisch hochklappen. Ihr habt keine Fuge, wo nichts drinfallen kann und könntet dort irgendwie die Vergaserteile aufbauen und rechts habt ihr dann einfach die Rahmenteile und ihr habt einfach mega viel Platz. Hier könntet ihr euch noch einen Hammer dranhängen, also wie in einer normalen Werkstatt. Und ihr könnt es einfach überall dorthin schieben, wo ihr möchtet. Was dieses Teil noch als Vorteil hat, was ich noch nirgendwo anders gesehen habe, ist auch vor allen Dingen die French Cleat-Wand an der Wand, also an der Seite hier. Für meine Bedürfnisse habe ich jetzt hier echt viele, viele verschiedene Fächer. Wenn ich was Längeres habe, kann ich es hier noch einstellen. Hier diese Teile sind fest, aber in meinem Fall passt das. Wenn ihr größere Teile habt, könntet ihr dieses Teil einfach weglassen und könntet hier solche Unterteile noch einbauen. Da habt ihr hier ganz, ganz guten Stauraum. Komplett bis unter die Decke ausgenutzt und da sind keine Lücken, die verschwendet sind also. Was auch super cool ist, sind die Griffe. Die sind schön breit und die sind schön massiv. Die sind auch schön glatt geschliffen, dass man sich da keinen Splitter reinhaut. Und man kann damit die Schublade an vielen Punkten, weil der Schubladengriff so schön groß ist, öffnen. Es ist rollbar und ich sag mal, das spricht einfach für sich. Das ist einfach cool. Wenn ich hier dieses Teil aufklappe, haben wir hier so gut wie keine Lücke. Das ist einfach genial. Wenn ich den Tisch aufbauen möchte, mache ich das ganz einfach auf, hole mir hier meine Leiste, die hinten schon bereit hängt, lege es hier ein,
drücke es kurz hoch und dann habe ich hier einen stabilen Tisch. Das geht ganz, ganz einfach und dann könnt ihr hier dieses Ding, damit das Teil oben bleibt, Ding, Teil, Bums, ach Jesus, dann könnt ihr das einfach runterklappen und habt wieder mehr Platz. Oh, ich freue mich so sehr, wenn dieses Ding schon an Ort und Platz, an seinem Bestimmungsort ist, so rum. Da freue ich mich wirklich schon mega drauf. Das soll es dann für das Video für heute gewesen sein. Schön, dass du bis jetzt am Video dran geblieben bist. In der Videobeschreibung findet ihr, wie gesagt, die Baupläne. Wenn ihr dieses Teil genau nachbauen möchtet, dann müsst ihr nichts mehr zu Hause ausmessen oder. Da habt ihr einfach die ganzen fertigen Maße. Das macht es bestimmt ein bisschen einfacher. Und ihr bräuchtet es ja nicht mal auf Rollen zu bauen. Ihr könnt es einfach dann ohne Rollen machen und dann einfach drei nebeneinander machen. Dann habt ihr auch eine Arbeitsfläche. Das soll es für das Video für heute. Soll es gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.